Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chillan, schön wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns bei einem Move-Händler kaufen können und dazu bin ich schon in der ersten Zone von Dragonflight, hier auf der Küste des Erwachens, in der Zitadelle oder Obsidian-Zitadelle, so rum, auf den Koordinaten 24, 56 und dort haben wir die Rüstmeisterin für eine Ruffaktion und zwar von Sebalion. Bei ihr können wir uns verschiedene Sachen kaufen, unter anderem ein paar kosmetische Geschichten, ein bisschen Gear-Items, aber auch ein Toll. Und da haben wir einmal das Obsidian-Gelege. Bei diesem Ding handelt es sich um ein Spielzeug und das kostet eigentlich nicht sonderlich viel. Ein paar Vorräte der Dracheninseln, dann haben wir einen großen, robusten Oberschenkelknochen, den können wir uns einfach mal haar kaufen für wenige Gold. Und das zweite Urzeitbärrückgrat können wir uns auch im Haar für wenige Gold kaufen. So habe ich das zumindest gemacht. Ich würde sagen, wir holen uns das mal. Die Geschichte ist, ich kann euch nicht genau sagen, welche Rufstufe ihr bei Sebalion braucht. Ich bin selber mittlerweile schon auf Maximum. Man sieht leider rückwirkend nicht, was man gebraucht hätte. Mein Hexer ist erst auf 2 und er kann sich's auch kaufen. Heißt, die Rufstufe ist, wenn dann 1 oder 2, die er braucht, also nicht sonderlich hoch. Jetzt schauen wir uns das erstmal an und dann erkläre ich euch, wie ihr am besten hier Ruf fahrt. Einmal gelernt und dann gucken wir mal, was das Ding macht. Obsidian. Da haben wir es. Und dann schauen wir mal, wie das Gelege aussieht. Ah, wir legen hier 3 Eier hin. Und was steht dran? Platziert 3 Obsidian-Dracheneier, die zum Ausbrüten bereit sind, auf dem Boden. Ah, schau mal an. Da kommt dann sogar ein Drachling raus. Der brefft dann ein bisschen. Jetzt brennt das andere Ei. Witzig. Ah, da kommt der nächste raus. Okay. Kann ich die jetzt einfach tun? Ich kann die anklicken. Was passiert dann? Streicheln. Ah, ich kann die streicheln. Okay. Nicht schlecht. Oh, das ist schon süß. So, genug mit den süßen kleinen Drachlingen. Wie kriegen wir jetzt hier den Ruf hoch? Jede Woche, wenn ihr denn hier das Ganze freigequestet habt, und das macht ihr über die Kampagne, dann könnt ihr hier einmal auswählen, ob ihr Sebalion oder Furon unterstützen möchtet. Was ihr auswählt, hat jetzt nicht so einen riesen Impact. Das Einzige, was es quasi ändert, dass ihr eine zusätzliche Abgabequest am Anfang habt mit einem Schlüssel, der ein bisschen mehr Ruf bringt. Sonst macht das nicht so viel aus, denn egal welchen ihr auswählt, könnt ihr sowohl bei Sebalion hier Schlüssel die ganze Zeit abgeben und Quests annehmen, als auch hier unten bei Furorion könnt ihr dann auch Quests abgeben und auch die Schlüssel abgeben. Das Einzige, was sich halt ändert, ihr könnt einen quasi großen, eine große Belohnung durch den Schlüssel kriegen, je nachdem, welchen ihr auswählt. Durch die Quests an sich, die ihr bei beiden bekommt, beziehungsweise mit den Handlangern von ihm, kriegt ihr relativ viel Ruf. Das sind, glaube ich, 2500. Und die Schlüssel könnt ihr dann, nachdem ihr den großen einmal abgegeben habt, immer und immer wieder bei den beiden Fraktionen abgeben und quasi endlos Ruf haben. Und die Schlüssel kriegt ihr dadurch, dass ihr einmal Schlüsselfragmente und eine Schlüsselform zusammensetzt. Ich kann euch das mal zeigen. Die setzen wir einfach zusammen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr das Ganze dann bei einem von den beiden abgeben und bekommt dann ein bisschen Ruf. Das sind dann nur noch 250. Das ist aber komplett endlos farmbar. Da müsst ihr einfach diese kompletten Elite-Mobs hier töten. Macht natürlich Sinn, das Ganze in der Gruppe zu machen, um dann dementsprechend, um dann dementsprechend ein bisschen schneller das Ganze zu machen. Ihr seht, jetzt habe ich gerade einen abgegeben. Ich habe 250 Ruf bekommen. Und dann können wir die Kiste aufmachen und kriegen einen Haufen Stuff raus. Wie gesagt, gebt es halt da ab, wo ihr dann dementsprechend den Ruf haben wollt. Das war es eigentlich soweit, was ich euch zeigen wollte. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr könnt relativ schnell den Ruf auch hier nachfarmen und euch das Toy holen. Dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.